man sicher auch gelingen, die nun als letzte Rednerin für ihre Fraktion das Wort erhält. Verehrter Präsident, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, stellen Sie sich folgende Situation vor. Eine Polizistin steht an einer Tankstelle, tankt ihren Streifenwagen. Neben ihr steht ein vollbesetzter Reisebus. Der Busfahrer steigt aus. Die Polizistin stellt bei ihm eine Alkoholfahne fest. Uns ist allen klar, was passiert. Bußgeld. Der Busfahrer darf natürlich nicht weiterfahren. Wenn Ihr Kollege, der auf einem Flughafen im Moment Streife geht und einen Piloten feststellt, der gerade aus seinem Flugzeug kommt und auch Alkoholgeruch hat, bei dem ist das wesentlich komplizierter. Natürlich gibt es bereits einen Straftatbestand, aber der ist sehr schwer zu beweisen und von daher bedarfte es dringend einer Änderung. Schon jetzt nehmen die Fluggesellschaften in Deutschland ihre Verantwortung für Sicherheit sehr ernst und führen anlassbezogene Kontrollen durch. Wenn dort festgestellt wird, dass ein Pilot, eine Pilotin unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen steht, spricht die Firma bereits ein Flugverbot aus. Aber verdachtsunabhängige Stichprobenkontrollen sind weder vorgeschrieben noch erlaubt. Und die Koalitionsfraktionen haben in ihrem Änderungsantrag endlich diese Lücke geschlossen und die stichprobenartigen Kontrollen vorgeschrieben. Die deutschen Fluggesellschaften regeln die Durchführung dieser Kontrollen in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und Betriebsräten. Das ist gut und richtig so. Aber wir haben natürlich auch Piloten und Pilotinnen, die Deutschland anfliegen und nicht für eine deutsche Fluggesellschaft fliegen. Auch die müssen wir kontrollieren. Dafür ist das Luftfahrtbundesamt zuständig und kann diese Kontrollen durchführen. Aber wir haben auch zusätzlich Regelungen eingeführt, wie sie für unseren Busfahrer gelten. Also, wer zukünftig mit Alkohol oder Drogen oder problematischen Medikamenten erwischt wird, wie er versucht, ein Flugzeug zu steuern oder es gesteuert hat, muss jetzt endlich auch im Flugverkehr mit einem Bußgeld und einem Flugverbot rechnen. Und während der Nachweis von Alkohol oder auch Drogen relativ einfach mit einem Schnelltest möglich ist, einige von uns haben vielleicht schon mal gepustet, andere werden hoffentlich es noch nicht erlebt haben, dass man mit einem Drogenschnelltest allein durch das Wischen über die Haut feststellen kann, ob die Person Drogen konsumiert hat oder nicht, ist das bei Medikamenten deutlich schwieriger, obwohl Medikamentenmissbrauch genauso gefährlich ist. Eine Langzeitstudie aus den USA hat festgestellt, dass Medikamentenmissbrauch bei Piloten und Pilotinnen in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Das gilt für verschiedene Substanzen. Ich möchte nur eine exemplarisch anführen. Bei ca. 20% der tödlich verunglückten Piloten und Pilotinnen wurde festgestellt, dass sie unter dem starken Einfluss von Beruhigungsmitteln standen, sogar unter dem Einfluss von verschreibungspflichtigen Schlafmitteln. Ich finde das erschreckend. Aber nicht alle Medikamente sind problematisch, und bei den problematischen Medikamenten kommt es auf die Dosis an. Daher wird das Luftfahrtbundesamt eine Liste für alle Kontrollierenden erstellen, die beide Punkte aufführen. Dabei sollten wir aber nicht aus den Augen verlieren, dass Missbrauch von Medikamenten, Drogen oder Alkohol eine Krankheit darstellen und dass die Betroffenen Hilfe brauchen. Sehr gut finde ich daher, dass alle deutschen Fluggesellschaften bereits Anlaufstellen für die Betroffenen geschaffen haben, die nicht das Ziel haben, die Menschen möglichst schnell aus dem Arbeitsverhältnis rauszudrängen, sondern im Gegenteil, die dafür sorgen wollen, dass die Beschäftigten in die Lage versetzt werden, ihren Beruf gefahrlos auszuüben. Und das ist der richtige Weg. Zum Schluss erlauben Sie mir den Hinweis, dass Berufe mit besonderer Verantwortung, wie zum Beispiel Piloten, Ärzte, Polizei, aber auch Politik besonders anfällig sind für die Gefahr, an Suchterkrankungen zu leiden. Das sollten wir nicht totschweigen. Wir dürfen aber auch die Betroffenen nicht stigmatisieren und ausgrenzen. Es braucht Hilfsangebote, wie die Fluglinien sie machen und viele andere Arbeitgebende. Denn ich möchte, und ich denke, da sind wir uns einig, nicht nur in einer sicheren Gesellschaft leben, sondern auch in einer menschlichen Gesellschaft. Und dieser Gesetzentwurf wird dazu einen Beitrag leisten. Herzlichen Dank. Nee, dann machen wir dann wieder.